SolidWorks 2018 eröffnet neue Möglichkeiten, Daten aus anderen Quellen zu verwenden, darunter Netzdaten in unterschiedlichen Formaten wie STL, Object- und Additive Manufacturing-Dateien. Diese Dateien bieten mehr Möglichkeiten als je zuvor. Mit der neuen Möglichkeit, Oberflächen aus Vernetzungen zu erzeugen, können Sie unkompliziert Flächen aus den Netzdaten auswählen und in SolidWorks Oberflächen umwandeln. Diese bieten dann alle Möglichkeiten, die Ihnen für SolidWorks Geometrien vertraut sind. Zudem können Sie Netzdaten nun in einen neuen Modellkörpertyp umwandeln. Wie bei Volumenkörpern können Sie Materialien anwenden, die exakten Masseneigenschaften abrufen und im Handumdrehen Schnitte zu Geometrien erstellen. Vor allem aber können Sie Netzdaten mit den leistungsfähigen neuen Workflows zum Ändern von Netzdaten nun viel umfassender nutzen. Beispielsweise können Sie diesen Dateien jetzt SolidWorks-Features und Geometrien hinzufügen. Zudem können Sie mit SolidWorks traditionelle Volumenkörper in Modellkörper umwandeln und so gängige Aufgaben wie boolesche Operationen ausführen, um die Netzgeometrie weiter zu manipulieren. Darüber hinaus können diese Dateien wie jede andere SolidWorks-Datei in Baugruppen eingefügt und wie jede andere Komponente über Verknüpfungen positioniert werden. Auf diese Weise können Sie Ihre Netzdaten nun direkt in allen SolidWorks-Konstruktionen verwenden.